zurückgezogen, dass ich gesagt habe, ist halt so. Sondern ich habe gesagt, wir werden einen Weg finden, auch wenn er jetzt im Moment nicht sichtbar ist, dann werden wir Voraussetzungen dafür schaffen. Und es ist in der Tat so, ja, wenn ich jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, ich habe jemanden als Bereichsleiter, der völlig ungeeignet ist, der Hauptabteilungsleiter, und ich habe aber keinen Ersatz und ich beschaffe auch so schnell keinen Ersatz, das weiß ich, dann werde ich diese Stelle lieber vakant lassen und dafür die untere Ebene besser entwickeln, um die vielleicht ganz wegfallen zu lassen, diese Ebene. Das ist zum Beispiel auch schon häufig bei rausgekommen, die Hierarchie einfach abzuflachen. Ja. Aber dass das natürlich äußere Umstände gibt, die sie dazu zwingen, bestimmte Wege zu gehen, das gestehe ich ein. Das wird so, ist im öffentlichen Bereich, ich wollte eigentlich mal Berufsoffizier werden bei der Marine, habe dann aber gekündigt, obwohl ich den Status schon hatte, hatte aber Gründe aus dem privaten Bereich, musste das elterliche Unternehmen übernehmen, weil mein Vater sehr früh plötzlich verstorben war, da bin ich da ausgestiegen. Aber ich habe das da auch erlebt. Ich habe das da auch erlebt, dass wir Dinge einfach falsch gemacht haben, dass sie fehlgelaufen sind, weil die Vorschriftenlage es nicht anders zugelassen hat. Ist passiert, ja. Kann ich aber trotzdem nicht als richtig erklären. Und ich berichte Ihnen ja hier aus einem System, aus einem Führungssystem, was sich ja extrem bewährt hat. Sie würden ja in so ein Flugzeug gar nicht mehr einsteigen, wenn es so arbeiten würde wie eine Klinik oder wenn es so arbeiten würde wie eine Organisation oder ein Industriebetrieb. Über diese Fehlerquoten bin ich ja anfangs mal eingegangen. Da würden Sie sagen, ich bin nicht verrückt. Ja. Wenn jetzt jeden Tag von der Lufthansa 3 Flugzeuge abstürzen würden, würden Sie in keinen Lufthansa-Jet mehr einsteigen. So, und das ist eben der Grund, weshalb für die Luftfahrt das essentiell ist. Für andere Organisationen ist es das eben so nicht, weil es nicht mit Menschenleben geht. Trotzdem ist das deshalb nicht besser. Und dieses Verständnis wollte ich Ihnen hier eigentlich nur nahe bei dieser ganzen Geschichte. Und ja, es sind unheimlich viele Barrieren drin, auch in der Organisation, im Unternehmen, ich erlebe das auch immer, dass man eben nicht sofort alles ideal hinbekommt, aber man kann es Schritt für Schritt für Schritt für Schritt machen. Und ich warne auch immer dafür, das geht mir Bade auszuschütten, sage ich, fange jetzt alles an, am besten fange ich nur mit dem Fehlermanagement an, ja, so funktioniert das nämlich überhaupt nicht, das geht eben nicht, das kann ich nicht machen. Ich muss zunächst einmal immer mit der Kommunikation anfangen, ich muss es stufenweise machen, ich kann nicht gleich einen ganzen Konzern umkrempeln, ich kann das höchstens bei Mittelständlern versuchen, da brauche ich aber auch Jahre, um das hinzubekommen. Da muss man eine gewisse Geduld haben, auch eine gewisse Leidensfähigkeit für entwickeln und sich auch, aber man darf nicht müde werden und es lohnt sich. Ich merke das jetzt in der Krise, wo wenn ich, diese Krise wirkt ja wie eine Lupe, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, die vergrößert die Fehler. Man sieht die Dinge, die falsch laufen, auf einmal haben viel gravierendere Auswirkungen als vorher. Hier mit meiner Geschwindigkeit runter, dass ich die Landung noch gleich gönnen kann hier. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut unterwegs hier. So. Und um das eben nicht zu erzeugen, um Unternehmen krisenfest, Resilienz ist heute ein ganz großes Thema zu machen, habe ich eben mich irgendwann mal auf den Weg gemacht, im Unternehmen das möglichst hinzubekommen. Und es gibt ja gute Beispiele heute aus Unternehmen. Nehmen Sie die Firma DM Drogerie Markette, ist ein Haifischwahn, das Drogeriegeschäft. Nehmen Sie Jägermeister, ist bei Ihnen glaube ich gar nicht so weit weg. Also hier die Familie, die das angefangen hat. Nehmen Sie Eckes Granini, nehmen was, genau. Alle die haben angefangen, so etwas umzusetzen und sind teilweise wie DM, machen das auch schon jahrelang in so Upsalzboom, diese Mittelstandshotelkette. Bodo Jansen hat da ein Buch drüber geschrieben, der setzt das auch so um. Warum? Weil er einfach, die einfach gemerkt haben, wir sind noch mal weg vom Fenster. Und ich kann Ihnen eine ganz große Liste von Firmen nennen, die als Weltkonzern galten, wo man gesagt hat, die sind nicht in Frage zu stellen, die nicht mehr existieren.